Ja, moin, willkommen im Wald. Das hier ist ein kleiner Ostergruß für dich. Ich bin ein paar neue Wanderschuhe einlaufen bei wirklich fantastischem Wetter. Möchte noch ein bisschen Kanal-Updates geben, ein bisschen mit dir sprechen. Aber als allererstes wollen wir natürlich die Natur zusammen genießen. Und ich muss sagen, das Osterwochenende, das hat es wirklich in sich. Es blüht alles auf. Ich bin glücklich, also lass uns loswandern. Sunrise. Die Bank hier kommt wie gerufen für eine kleine Wanderpause. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich die Sonnenbrille wieder aufsetze. Aber es ist nun mal sehr sonnig. Es scheint mir die ganze Zeit ins Gesicht. Und es macht auch keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit so mache. Deshalb setze ich mal die Sonnenbrille auf. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ne? Die kleine Pause kommt übrigens auch dem Sunrise sehr gelegen. Ne? Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe ihm ein bisschen Wasser gegeben. Aber der hat eben gehechelt wie Sau, hechelt immer noch ein bisschen, ne? Der braucht auch mal seine Pause. Natürlich, ja. Berner Sennhund, natürlich mit Labrador gemischt, hat schon ein schwarzes, dickes Fell im Endeffekt. Ne? Sobald es 25 Grad auch langsam wird und mehr, noch sind wir so bei 19, 18 in dem Bereich, ne? In der Sonne natürlich ein bisschen mehr. Sobald es für so einen Berner Sennhund natürlich über 25 Grad wird, da kannst du auch mit dem nichts mehr anfangen. Also der liegt jetzt schon den größten Teil vom Tag einfach nur in der möglichst kühlsten Ecke unterm Bett, ja, auf dem Parkettboden, wo es ihm am angenehmsten ist, und schläft da halt die meiste Zeit über. Über ein paar Dinge will ich mit euch sprechen, ein paar Updates vielleicht geben, ne? Interessiert euch, denke ich mal, den einen oder anderen schon. Ich werde auch gleich nochmal weiter wandern und dann reden wir nochmal über ein paar andere Sachen, weil ich will hier nicht allzu lange rumpaldobern. Eigentlich den Tag weiter genießen mit dem Wandern. Die Wanderschuhe, die ich gerade einlaufe, sind meiner Meinung nach so ein richtiger kleiner Tipp. Ne? Das sind die Prabos Vagabundschuhe, die ich von sicherstadt.de zur Verfügung gestellt habe. Da habe ich schon mal eine kleine Erst-Review auf meinem Ausrüstungskanal gemacht, über den ich gleich auch noch mal ein paar Worte verlieren möchte. Das sind bis jetzt nach meiner Meinung nach sehr gute Schuhe, die ich gerade noch mal ein bisschen weiter schön einlaufe. Und wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut einfach gern mal auf dem Gear-Kanal vorbei. Da wird dann in Zukunft auch noch meine Langzeit-Review kommen, ne? Bei Gegenständen, die ich einmal vorher ein bisschen teste, nachdem ich sie 2 Monate oder so in Benutzung hatte. Und dann mache ich auch nochmal immer eine Langzeit-Review. Da kommen auch nochmal andere Langzeit-Reviews von Ausrüstungsgegenständen, die ich zum Beispiel auf diesem Kanal schon mal benutzt habe. Ne? Also ich habe zum Beispiel nochmal eine Langzeit-Review und einen Vergleich zwischen dem Quechua-Wurfzelt geplant und so weiter und so fort. Bei meinem Ausrüstungskanal ist es so,
Er geht gut voran. Ich bin dankbar für eure Unterstützung, für alle, die da kommentieren, die sich die Videos anschauen. Und der geht langsam darauf zu, dass der auch Geld erwirtschaften kann irgendwann mal, weil YouTube hat was eingeführt vor, ich glaube, Anfang des letzten Jahres oder so, ich weiß nicht mehr genau wann, dass neue Kanäle müssen 4000 Stunden Zuschauerzeit haben und mindestens 1000 Abonnenten. Vorher kann man keine Werbung freischalten, ne? Und da bewegen wir uns langsam drauf zu. Da wollte ich einfach mal Danke an euch sagen. Ich habe ja gerade von dem Cashew-Wurfzelt gesprochen und wir kommen auf das Thema Decathlon einmal zu sprechen. Ich hatte das bei der Ansage vom Video sozusagen vergessen. Decathlon und ich haben uns getrennt. Ich arbeite also nicht mehr bei Decathlon. Das hat verschiedenste Gründe, die mit Personalmanagement etc. Unternehmensstrukturen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie viel ich da sozusagen verraten darf, ne? Weil man hat ja auch Verträge und so weiter und so fort. Im Endeffekt kann ich aber sagen, ich bin nicht traurig drum, dass ich da nicht mehr arbeite. Das ist so das, was ich auf jeden Fall sagen kann. Jetzt habe ich wieder einen Nebenjob mit YouTube zusammen, habe auch viel mehr Zeit. Das werden die meisten gemerkt haben, in letzter Zeit, um wieder Videos zu machen. Gerade im Januar, Februar war das ja sehr mit 40-Stunden-Woche bzw. 37,5-Stunden-Woche und YouTube war da sehr abgeflacht. Und jetzt geht YouTube wieder ein bisschen mehr bergauf. Allerdings heißt es natürlich auch, dass ich ein bisschen weniger Geld jetzt im Monat zur Verfügung habe. Aber dafür mache ich auf jeden Fall das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, nämlich Videos drehen. Das ist einfach eine Leidenschaft von mir, da rauszugehen, euch was zu zeigen, einfach schöne Aufnahmen zu machen. Und da freue ich mich, dass ich darauf wieder mehr Zeit habe. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein längeres Video, warum ich nicht mehr bei Decathlon arbeite. Da muss ich mir aber erstmal sicher sein, was ich überhaupt rechtlich sagen darf und was nicht. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, wie bei allem, was man öffentlich sagt, ne? Dass man sich ein bisschen über die Rechtskonsequenzen im Klaren ist. Tja, ich würde sagen, dann wandern wir doch mal weiter. Komm, ja fein. Tja, meine Freunde, ich bin jetzt einmal um den Wald rumgewandert. Es ist fantastisches Wetter und ich habe mich wieder vor meiner Fototapete niedergelassen. Der kleine Sunrise muss auch langsam mal nach Hause, der ist fertig mit den Nerven bei dem Wetter. Ja, ich wollte euch noch ein paar Kleinigkeiten mitgeben. Zum einen könnt ihr mir natürlich, auch wenn ich dort jetzt nicht mehr arbeite bei Decathlon, immer noch Fragen zu den Produkten stellen, denn da werde ich nach wie vor neutral natürlich bewerten, ganz klar. Und einige Produkte sind gut, andere sind mittel, andere sind schlecht, so wie das halt manchmal ist. Ne? Stellt einfach eure Fragen, weil es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der mehr Know-how hat. Zumindest in dem alten Laden, wo ich gearbeitet habe, gab es niemanden, der mehr Know-how hatte für Outdoor-Produkte, außer mir. Ne? Das kann ich mal so ganz arrogant sagen. Seht mir das bitte nach, wenn ich da so ein bisschen überheblich gerade rüberkomme. Aber das war einfach so. In Zukunft werden mehr coole Videos kommen, auch wenn jetzt gerade Mittelaltersaison angefangen hat, bin ich voll im Arbeitsmodus, was YouTube angeht. Ich bin am Produzieren, machen, schneiden, teilweise stundenlang. Es macht mir auch Spaß,
Aber da geht auch sehr viel Energie gerade rein. Ne? Könnt ihr euch auch viel freuen in nächster Zeit. Da kommen geile Sachen. Ich hoffe, die kleine Wanderung hat euch gefallen. Ich will jetzt diesen ganzen Abmoderationskram diesmal nicht machen. Ja, lassen wir das weg. Ich wünsche einfach nur dir und deiner Familie ein fantastisches Osterfest. Oder falls dich Ostern als Feiertag nicht interessiert, einfach ein schönes verlängertes Wochenende sozusagen. Genieß dieses geile Wetter. Das soll die ganze Woche so bleiben. Geh raus, ja, klemm dir die Kinder unter den Arm und dann einfach in den nächsten Wald. Was weiß ich, was du da bei dir hast, und genießen, 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 solange wir so geiles Wetter im Frühling haben. Tja, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.